Wir sind hier live im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Mit mir dabei Lukas Gottwald und Christian Kühlwetter. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Lukas, erste Frage an dich. Du kamst letztes Jahr hierher als relativ junger Spieler, genauso wie du. Wie ist es für einen so traditionsreichen Verein wie dem 1. FCK zu spielen? Ja, ist natürlich eine super Sache. Der Hans-Werner Moser, der Zweitmannschaftstrainer, hat mich hergeholt. Seitdem ging es stetig bergauf für mich. Und das ist natürlich eine super Sache. Bin dann jetzt hier Anfang der Saison in die erste Mannschaft hochgekommen, den Profivertrag unterschrieben. Und ja, das ist einfach geil, hier zu spielen mit den Fans, gute Kollegen, was immer mehr. Sehr gut. Christian, an dich die Frage. Natürlich ist das eine super Sache, hier zu spielen, in so einem Verein wie beim 1. FCK. Aber natürlich ist es auch so, dass die Fans eine gewisse Erwartungshaltung haben. Wie geht man oder gibt es überhaupt Druck in der Mannschaft? Wie verspürt man diesen Druck und wie geht man damit um vor allem? Natürlich, bei so einer Kulisse und bei so welchen Fans hat man natürlich Druck, hier zu spielen, besonders nach dem Abstieg aus der zweiten Liga letztes Jahr. Und wir wollten direkt wieder hoch, aber das hat leider dieses Jahr nicht geklappt. Haben ein paar Spiele auch gehabt, wo es nicht so gut lief, wo wir das dann auch zu spüren bekommen haben von den Fans. Aber umso geiler ist es, wenn du ein Spiel gewinnst, was dann hier für eine Euphorie ist im Stadion und drumherum. Das ist einfach geil. Lukas, natürlich am Montag geht es gegen die großen Bayern. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was ihr euch alle so ein bisschen erträumt habt. Für dich persönlich geht es natürlich auch gegen dein Idol Boateng. Wie ist das so? Was geht in deinem Kopf ab so vor dem Spiel gegen die Bayern? Ja, also mein Vater kommt ja auch ursprünglich aus Bayern. Ich bin kleiner Bayern-Sympathisant, darf man hier glaube ich nicht zu laut sagen, aber ist halt einfach so. Ja, zu Jerome Boateng ist natürlich ja, mein Idol, mein Vorbild seit Jahren schon. Mit dem habe ich jetzt auch auf Instagram geschrieben, ob ich vielleicht sein Trikot bekommen könnte. Hat er mir auch zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, geht klar. Ich freue mich auf das Spiel natürlich hier, volles Haus. Wird eine super Sache. Auf jeden Fall. Christian, auf wen freust du dich am meisten? Auf das ganze Spiel einfach. Wir haben hier volle Hütte, noch nie vor so einer großen Kulisse gespielt. Und es wird einfach ein mega Erlebnis. Und ich hoffe nicht das letzte Mal für uns. Und wessen Trikot würdest du gerne haben? Es war damals mal Schweinsteiger, aber der spielt jetzt schon länger nicht mehr bei Bayern. Thomas Müller wäre schon geil oder so von Ribéry oder Robben, das letzte Trikot wäre auch geil. Definitiv, ja. Damit danke ich mich bei euch. Gerne. Danke. Sehr schön.